Den Müllplatz hier ist in Arbeit. Achso, warte mal, du hast recht. Nee, doch, das passt schon. Das ist das hier. Und die sind angeschlossen, ne? Ja. Ja, das sieht man ein bisschen schwierig, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Na, guck mal, hier wird auch schon Stahl geliefert. Jetzt wird noch Beton. Dann kann hier schon gebaut werden, ey. Dann ist die Hütte bald fertig. Dann haben wir hier ein solides Einkaufszentrum reingebaut. Wie gesagt, da fehlt hier eigentlich auf den einzelnen Stellen hier fehlt auch gar nicht mal mehr so viel. Also das ist ganz okay. So, wie schaut es mit der Abwassergeschichte aus? Ist das jetzt hier unten abgebaut? Ja, das schaut gut aus. Dann können wir das jetzt endlich mal an eine richtige Anleitung anschließen. Und zwar hier direkt drauf oder hier außen ran. Ist egal, geht beides. Dann will ich vom Stadtzentrum lieber rauswärts. So. Das kriegt natürlich auch Top-Prio, weil sonst läuft uns die Brühe wieder über. Das ist bereits angeschlossen. Das ist sehr schön. Weil das geht nämlich jetzt alles nicht mehr in die Stadt runter. Das heißt, hier geht gar nichts mehr raus. Auch da sollte natürlich in gewisser Weise der Verschmutzungswert hier deutlich reduziert werden. Also der Bützenbach jetzt hier an der Stelle, der war ja auch immer so ein bisschen gelb hier. Das ist auch weg. Das ist komplett verschwunden. Hier oben ist noch ganz Katastrophe. Das könnte natürlich auch an der Verschmutzung hier liegen, aber die strahlt nicht ganz in die Stadt rein. Jetzt haben wir keinen Saft mehr. Ja, gut. Die Produktion ist... Wir müssen unbedingt Leute hier wieder hinbekommen. Das ist jetzt gerade echt ein Problem. Es stehen schon Leute hier, die was arbeiten wollen, ne? Also das klappt schon. Schaut es bei denen hier hinten aus? Die sind fast... Ja, okay. Kultur, Fleisch und so weiter. Wobei das auch da ist. Aber es steht halt eine Riesenschlange jetzt vor der Tür auch. Immer wieder. Klar, ne? Unsere gesamte Bevölkerung hängt da gerade dran rum. Das verteilt sich jetzt gleich wieder besser. Das ist schon zu 70% gebaut. Schaut es eigentlich mit dem Rest der Aufträge aus. Ja, man merkt schon, wir haben wieder ein paar mehr. Und Sanierungen sind auch wichtig. Arbeitslosigkeit wegen Kind ist das Problem. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Ey, Hilbert! Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Genossen, setzt eure Klärschlammhüte. Hilbert approved. Auf die Regierung will uns weismachen, dass klares Wasser natürlich ist. Nicht mit uns. Bring back the yellow Bützenbacher Jauchegraben. Der Bützenbacher Jauchegraben, ja Wollingen, ey. Der ist tatsächlich legendär, aber jetzt weiter außen, ne? Also jetzt ist er eher hier vorne zu sehen. Du musst schon mit dem Fernglas gucken. Das ist nicht mehr, das schnüffelst du nicht mehr bis nach Hause, ne? Wobei, auf der anderen Seite siehst du ihn jetzt nachts auch nicht mehr, weil wir keinen Strom haben, der die in irgendeiner Form Licht spenden würde. Ja. Also in gewisser Weise ein Vorteil. Vielleicht. So, jetzt noch 126 Tage und dann haben wir da endlich mal wieder, dann können wir unsere Leute auch wieder den Einzug gestatten und dann läuft unser Stromsystem auch wieder sehr, sehr viel besser. Davon kannst du ausgehen und wir werden dann hier reihum alle Gebäude wieder zulassen. Wir kümmern uns um die, weil, oh, guck mal. Die Umweltverschmutzung ist aber um Welten besser jetzt. Das ist viel besser als vorher noch. Gut, da hinten ist Katastrophe, da brennt das Wasser aus der Leitung, aber
Hier in der Stadt geht's. Koblu! Was machen die Bützenbacher Klärwerke? Kurz vor der Grenze ins Wasser kippen. Ja, pass auf. Unser Klärschlamm, ja, geht hier rein. Ja, hier so. Flüpp, flüpp, flüpp. Das ist die Bützenbacher Hauptleitung. Und das geht hier, da geht's zu den Bruderstaaten rüber. Also, irgendein armes Schwein kriegt die Plörre ab. Ja, der Bützenbacher Jauchegraben, herrlich. Ja. Aber zumindest jetzt nicht mehr hier direkt vor der Stadt ins Wasser. Oh, guck mal. Guck dir das an. So, gehen wir mal runter. Jetzt schauen wir mal, die Gebäude hier müssten auch bald fertig gebaut werden. Dann ne, jetzt mal, weil er noch nicht... Nein, stopp. Noch niemand kommt hierher. Niemand wird hier reingelassen. Ja. 21 Verkäufer. Er erzählt keine Geschichten jetzt hier. Wir warten, müssen erst die Lagerhäuser fertig bauen. Erst Lagerhaus, dann weiter gucken. So, hier fehlt es noch ein bisschen, aber wird schon alles. Ein neuer Zwerg ist in mir. Ey! Lippo-92 liebt dein Stream hart. Subscribe. Danke für 51, Lippo! Ja, Lippo einfach. Vielen Dank. Ist ja herzallerliebst von dir. Was macht das Hotelviertel? Ist abgebrochen worden. Da stand ein Kran rum und wir brauchen den Kran gerade, weil wir einen Bevölkerungsrückgang hatten gerade und der war extrem nicht so butterweich. Und ja, den mussten wir pausieren gerade. Bin noch mit dem Nachschauen von gestern beschäftigt. Lippo, das macht gar nichts. Dann leg erstmal die Pfötchen hoch. Ja, das muss sein. Pfötchen hoch muss immer sein. Oh, Alarm. Aufklärungschance 15%. Wir müssen mal ein bisschen gucken. 14% kommt weg. Alles unter 50% wird abgesnitcht hier. So. Ja, nicht gesnitcht, sondern blöd. Mein Hirn will gerade eigentlich nicht mehr. Ja, es ist einfach langer Tag heute. Kriminalität-Klassiker. Ja, wobei, das kam jetzt natürlich durch die Entvölkerung unserer Bützenbacher Zentralstadt. Wir haben leichte Probleme hier gehabt, eine Zeit lang jetzt. Wir haben nämlich die komplette Stadt hier ist entvölkert auf dem Teil. Also wir haben die Kernstadt leer gemacht, weil wir tatsächlich nicht mehr mit der Nahrung zurechtgekommen sind. Unsere kleinen Nahrungskiosk-Dinger, die wir hier stehen hatten, die haben es einfach nicht mehr mitgemacht. Zu wenig Alk, daher das Problem. Vielleicht auch das. Ja, und jetzt haben wir hier einen wunderschönen neuen Einkaufsladen gebaut. Ja, den Bützmarkt. Kann ich das aufs Dach schreiben? Nein, leider nicht. Ich kann es aber so nennen. Bützmarkt. Das ist der Bützmarkt und, ja. Der Bützmarkt ist quasi dafür perfekt geeignet. Also Kapazitäten über Kapazitäten. Und das ist wunderschön. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Hilbert! Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Dankeschön. Die Untergrundorganisation kann klares Wasser im Bützenbacher Wiederzug schlagen. Ah. Die Polizei ist komplett überfordert mit den Bützenbacher Bürgern, die lieber an den Bach statt auf den Keramiktron gehen. Ja, ist richtig. Wird sofort alles geahndet hier bei uns. Wir schicken sogar das Postamt los. Wir könnten das Postamt ein bisschen weniger besetzen gerade vielleicht. Bisschen über die Maßen hier alles. So. Gut, Leute.
Folgendermaßen sieht es aus. Also hier ist der Verkauf gerade noch nicht freigegeben, der Müllplatz noch nicht angeschlossen. Es sind Probleme. Es sind noch die Probleme der Bützenbacher Gemeinschaft, die uns hier beschäftigen. Das wird schon hohe Prio gebaut. Das kann man auch mal hohe Prio bauen lassen. Einen Strang hier machen wir hohe Prio. Das hat schon hohe Prio, das hat auch hohe Prio. Das auch. Okay, ja gut, dann müsste es eigentlich relativ zügig gehen. Wie schaut es bei der Uni aus? Uni kommt zurecht. Bisschen wenig Leute hierfür. Ja, wir nähern uns wieder den 400 hier. Das ist fein. Ungebildeter Stand ist ein bisschen hoch. Können die aber trotzdem reduzieren. So viele Kinder haben wir in der Ausbildung gar nicht. Wir können, weißt du, wir machen mal ein bisschen Optimierung gerade. Das müssen wir auf jeden Fall wieder hochfahren eines Tages. Babys im Kindergarten ist natürlich die Wucht, ne? Die warten 50 Besucher beim Kulturzentrum. Eieiei. Feuerwehrleute reduzieren wir auch mal gerade ein bisschen. Müssen wir unsere Bevölkerung mehr animieren, Ausschau zu halten nach dem Bützbus und dann Richtung Lebensmittelmarkt zu fahren oder sowas. Stoffalk ist auch eine Möglichkeit. Bretterparadies, immer gut. Das macht den Kies klar. Und der Kies ist dringend notwendig bei uns. Ich erhöhe mal hier die Produktion vielleicht auf 8 Leute oder so. Das muss drin sein. Wir brauchen gerade ein bisschen mehr Kies. Bruchstein liegt da, das ist gut. Das heißt, die Verarbeitung hier funktioniert. Wir brauchen nur mehr Leute, die hier tatsächlich Kies produzieren, weil wir nichts vorrätig haben. Das ist schlecht. Da laufen welche. Schauen wir mal. Da 3 Leute müssen es sein. Das sind auch 3. Ja, da wird die Produktion wenigstens mal gestartet. Das ist gut. Dann kann das funktionieren. Schaut recht schwierig aus im Zwergenstaat. Ja. Noch. Aber wir arbeiten dran. Also es ist, wir müssten halt mal unsere Baugebiete ein bisschen oder unser Baubüros ein bisschen entlasten. Das wäre halt eine Mega-Maßnahme. Aber solange wir hier noch mitten im Generalumbau sind, ich meine, ihr müsst euch immer so sehen, wir haben in der letzten Zeit echt viel gemacht, ne? Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Liebe Mitglieder der Gruppe, kein klares Wasser für den Bützenbach. Heute ist Geheimsitzung im Kulturzentrum. Wenn Sie auch den Bützenbach wieder dreckig wollen, kommen Sie auch. Hilbert approved. Ja, es ist Andrang, ja. Reicht die Bestuhlung nicht mehr aus. Das Kulturzentrum ist sehr gut besucht. Aber zum Glück ist nachts bei uns Stromausfall. Das heißt, ihr müsst alle nach Hause gehen. Was? Elektrizitätsprobleme, ja. Wie gesagt, wir müssen den Strom dringend wieder anschalten. Das funktioniert alles so nicht. Das ist ganz nett, ja, aber es funktioniert nicht. Wir brauchen hier volle Besetzung und vor allem brauchen wir Ingenieure. Und die fehlen gerade nämlich massiv. Das ist dauerhaft. Wir bilden wieder mehr aus. Wir haben auch da schon deutlich mehr Leute hin investiert, dass das wieder raufwärts geht. Und es scheint auch die Bevölkerung jetzt gerade sich zu halten. Das kann natürlich von einer Migrationswelle gekommen sein, dass die jetzt genauso alt waren, dass sie halt dann aus der Bevölkerungsstatistik herausgefallen sind. Ja. Es wird eigentlich alles gebaut. Es wird alles gebaut. Also bauen die ganze Stadt neu. Wie schaut es eigentlich mit dem Essen aus? 11. Wir haben 40 Tonnen Fleisch mittlerweile auf Lager. Wie schaut es mit dem Essen aus? 10. Das wird besser gerade. Hier kommen mehr Leute unten an. Das ist eine saugute Geschichte. Ja, 17 Arbeiter. Das ist sehr, sehr positiv.
Ich meine, das produziert immer noch zu wenig, ne? Aber schon deutlich besser. Ich glaube, wir haben das Schlimmste hier unten überstanden. Baby. Jawohl. So, wie schaut es hier oben aus? Das ist die komplette Abwassergeschichte ist komplett am Limit. Wir dürfen da noch niemanden einziehen lassen, solange das Abwasser nicht weg ist. Da hat es einen Betonmischer zerlegt. Wobei, der müsste gleich wieder weiterfahren können. Ah, der Bützenbacher Friedhof ist der Bützenbach. Ja. Da passiert gar nichts. Easy. Wird alles geregelt. So, das Krankenhaus brennt. Das ist zum Glück nebenan. Ja, kriegen wir gelöscht. Hätten auch gar nicht mit dem Auto fahren müssen eigentlich. Ja. Schlauch einfach über den Platz hier drüber und dann wären die schon da gewesen. Wäre easy. Easy. Nahrungsbahnhof, ja. Ravigi, wunderschönen guten Abend, hi. So, jetzt schauen wir mal gerade, was hier eigentlich abgeht. Es dauert halt noch eine Ecke, bis das Kühlhaus fertig ist. Und hier, das Ding ist noch gar nicht in Bau, weil Kies halt einfach gerade noch eine Mangelgeschichte ist. Wobei jetzt mit den Leuten, die wir haben, wie viel nehmen die denn hier mit? 100%? 100, ey, 20 Tonnen Kies einfach mal in die Welt geschickert. Okay. Und was baut ihr denn mit, wenn ihr so viel stellt? Auch wieder hier 100. Ich meine, gut, dass das jetzt eine Zeit lang nicht lief, war natürlich ärgerlich. Unsere Bevölkerung kommt jetzt gerade so auf Wallung, ne? Also das ist, das fängt jetzt gerade erst an, wieder gut zu funktionieren. Wir hatten das eine ganze Weile lang richtig schön im Griff und jetzt geht das wieder alles baden. Jetzt schauen wir mal, die werden das schon hinbekommen. Ich habe es ja jetzt extra auf 8 Leute hochgestuft, damit wir da ein bisschen mehr haben. Jetzt muss natürlich nur mal ein paar Leute auch hinkommen. 17, das könnte sein, dass jetzt mal richtig was geht. Lass mal schauen. Die Rohrleitungen, die sind teuer, aber das war jetzt nicht überragend lang. Weißt du, wie ich meine? Das hat man schon viel schlimmer gehabt. Da laufen auf jeden Fall welche. Schauen wir mal, hier wird ordentlich produziert jetzt. 5 Leute sind drin. Das ist schon eine gute Menge. Die bauen hier ordentlich Kies auf. Es wäre halt sehr positiv, wenn da gleich der nächste Bus kommt und dann aber ordentlich Leute nachgibt. Bretter ist ja kein Problem in aller Regel. Da kommt nämlich schon der Erste und will hier tanken. Ja, wir erhöhen trotzdem. Nitram, die Straße hochwärts ist gebaut. Die Straße oben zur Kohle ist fertig. Wir sind auf Gold gestoßen. Oh, jetzt wird schon wieder so viel geholt. Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Die Untergrundorganisation kann klares Wasser für den Bützenbach zweigt nach Sondermüll in der Verbrennung ab und schmeißt sie auf Höhe der Stadt in den Bützenbach. Für die Sauberkeit der Umwelt. Für die Sauberkeit! Dankeschön, Wunder, Bidise. So, der will auch voll tanken. Der will voll tanken. Ja, es kommt noch. Es sind zu wenig Leute noch. Wir haben hier zu wenig Arbeitskräfte da. So, was brauchst du hier? Brauchst du hier so viel? Ja, aber das ist auch nicht mal so schlimm. 45 Tonnen noch. Das ist noch nicht zugewiesen. Das ist safe. Das ist alles safe. Hier hinten wird nichts mehr gebraucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das okay geht. Ich meine, du brauchst ja irgendwas, was hohe Prio hat, ne? Ja, wir haben schon wieder Leute verloren. Aber die Gesundheit war noch nie so gut einfach. Also so eine gute Gesundheit hatten wir schon lange nicht mehr. Essen wird ein bisschen knapp, ne? Ja. Also wirklich erstaunlich gut.
Essen ist gebracht worden. Fleisch ein bisschen knapp, aber wird schon. Zwergenliebe. Ey, Transport Fever Silenced. Ich denke mal, so heißt das. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Also, das ist, konnte keine Kultur genießen, sagen viele. Hunger ist ein bisschen schwierig. Niedrige Regierungsloyalität und kein Wasser. Wir müssen gegenarbeiten. Unbedingt. Okay, wir arbeiten gegen. Der Druck baut sich wieder auf gerade. Das ist natürlich ganz Katastrophe gerade. Geld auch noch. Ja, jetzt wird's stressig, ey. Wir nehmen das so und zahlen den hier zurück. Tanks sind noch voll, das ist gut. Okay, das mit dem Wasser sollte sich auf jeden Fall gleich lösen lassen. Mal ein bisschen gegenhalten gerade. Okay, dann fangen wir jetzt mit dem Wesentlichen an. Wir brauchen, wo steht ihr? Du bist das hier. Das Fahrzeug wird umgeswitcht auf das hier, damit der gleich schon mal loslegen kann mit der neuen Lage hier. Gut, dann schauen wir uns, dann machen wir das, ist dann auch fertig, oder? Wir schicken den mal hier eins weiter. Und den abgedeckten hier nehmen wir auch mit. Und den schicken wir auch darüber. Dann brauchen wir nämlich dieses Fahrzeugbüro gar nicht mehr. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Dankeschön! Himmert! Hilbert Zinft ist am geilsten und haut 100 Bits raus. Die Untergrundorganisation Kein klares Wasser für den Bützenbach hat die Wasserversorgung der Stadt manipuliert und eine Nachricht hinterlassen. Wacht auf, klares Wasser schadet uns und der Umwelt. Kein klares Wasser für den Bützenbach, Hilbert. Kein klares Wasser für den Bützenbach! Das verstehe ich nicht. Okay, wir machen das jetzt mal so, dass das funktionieren kann. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie schaut es mit dem Essen aus? 10%, okay. Jetzt warten wir, bis die Fahrzeuge umgelegt werden und dann können wir das ein bisschen taktisch besser machen mit der Nahrungsmittelversorgung. Das Wasser, wie gesagt, sollte jetzt eigentlich wieder anlaufen. Da ist auf jeden Fall Wasser im Verteilsystem drin. Das sammelt sich auch langsam wieder im das war jetzt zu lang einfach. Wir müssen bloß hier anfangen. Hier müssen auf jeden Fall jetzt Verkäufer da sein. Wenn das dann losgeht, dann will ich auf jeden Fall safe sein. Wir haben hier noch ein Verteilbüro. Wo bist du? Das hier ist es. Wir müssen den jetzt auch umswitchen in das neue Verteilbüro. Die müssen wir alle nach ins neue Heim bringen. Das kann jetzt einmal kurz ruckeln, bis die dann die neuen Aufträge kriegen. Weil noch ist gerade keiner da. So, jetzt ist das erste Fahrzeug da. Und der wird auch gerade aktiv, oder? Bitsteaks?
Zum Bützmarkt. Ja, perfekt. So, jetzt sind wir soweit. Also, bei den Bütz Steaks. Das ist hier unten. Der hat ja ausschließlich Fleisch, also sollte man bei den Bütz Steaks auch genau das sagen. Nur Fleisch wird hier geholt. Bei der Nahrungsladerampe wird nur Nahrung geholt. Beim Warenhaus hier wird Alkohol geholt, damit ich das gleich auch weiß, wo was ist, ne? So, bei der Agrarladerampe, das ist nur Stoff, also Kleidung. Und dann im Zollhaus kaufen wir, da kaufen wir Elektronik nur noch ein. Und das entladen wir alles dann hier. Okay. Weil dann habe ich das nämlich jetzt ein bisschen im Blick auch, wie viele Fahrzeuge von was nämlich eigentlich noch genau da sind. Und jetzt müsste eigentlich hier auch schon die erste Versorgung dann stattfinden. Weil das ist 18 Tonnen, das ist schon ordentlich. Auch 6 Tonnen Kühllager ist auch gar nicht schlecht. So. Das Verteillager hier löschen wir alle Aufgaben. Dann sind die hier raus. Die müssen dann halt mal was anderes schauen. So, Zwergstoffe ist ein eigener Verteiler. Dann brauchen wir das nicht über den Nahrungsmittelverteiler lösen. Das heißt, die Stoffe fallen eigentlich komplett raus. Das müssen die nicht machen. Das geht dann über den Stoffverteiler. Gut. Soweit, so gut. Gut. Ich denke, das sollte jetzt wieder machbar sein. Jetzt lassen wir die erstmal ein bisschen wursteln. Und wir brauchen auf jeden Fall hier nochmal Fahrzeuge, die abgedeckte Ladefläche haben. Das sind jetzt die hier unten gewesen. Zwei davon. Und Kühllager, also Kühlfahrzeuge, werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit 6 Tonnen in größeren kaufen. Wobei die Stardinger eigentlich gar nicht so schlecht sind, ne? So, zwei davon. Das ist bestimmt kein Schaden. Na, das ist bestimmt kein Schaden. Das entlastet auf jeden Fall die ganze Strecke hier nochmal. Wir können auch eigentlich nochmal einen von den großen kaufen. Why not? Abgedeckte Ladefläche. Einfach nur, damit wir auf jeden Fall mehr als genug haben. So, wie schaut es hier aus? 8% Rest haben wir noch. Zwei Arbeitskräfte sind da. So, Wasser ist kein Problem mehr. Die Bevölkerung steigt auch langsam wieder an. Da ist nichts drin. Gut. Hier sind wir ziemlich ausgedünnt worden. Hier oben schaut es gut aus. Dann erlauben wir jetzt hier wieder den Einzug in diese Großgebäude. Gesamtschuldenlast 6,15 Rubel aktuell.